Apple hat am Dienstag seinen Satellitenfunk in Deutschland für alle iPhone 14 Modelle freigeschaltet, sodass sich jetzt ein Notruf auslösen lässt, ohne Mobilfunknetz oder WLAN-Empfang zu haben. Um das Ganze zu testen, gibt es einen Demo-Modus, den man einfach starten und aufrufen kann. Das klappt sogar in Gebieten, wo man eine Mobilfunkverbindung hat, weil die nämlich dafür einfach deaktiviert wird. Der Assistent zeigt einem das ganze Prozedere. Normalerweise muss man mehrere Fragen rund um den Unfall beantworten, wie viele Leute verletzt sind und was für eine Art von Unfall es ist unter anderem. Und all diese Informationen werden mitsamt der Standortinformationen und auch der Informationen zum Beispiel über den Akkuzustand des iPhones gleich bei der Kontaktaufnahme an die Rettungsleitstelle übermittelt, sodass dort schon zusätzliche Informationen dann fortliegen. Und um den Notruf abzusetzen, muss eben die Verbindung zu einem von 24 Globalstar-Satelliten aufgebaut werden. Dabei hilft einem das iPhone mit der Ausrichtung. Man muss nicht furchtbar das Gerät in die Höhe halten und sich wild durch die Gegend bewegen, aber sich unter Umständen schon drehen, idealerweise in Richtung des Satelliten, um die Verbindung herzustellen. Und vor allem das Ganze in einem relativ kurzen Zeitrahmen auch zu ermöglichen. Also eine normale Nachricht soll dann im Idealfall innerhalb von 15 Sekunden übermittelt werden. Man sieht jetzt hier, dass das Senden schon startet. Es ist auch beim Demo-Modus eben eine Verbindung zu einem echten Satelliten, wie Apple verspricht. Und nur die Antworten kommen eben nicht von einer Rettungsleitstelle, sondern von einem Vermittlungszentrum sind es automatisierte Antworten, die als Testmodus gedacht sind. Ja, und dann kann man eben weitere Informationen geben. Hier ist eine Zwei-Wege-Kommunikation möglich. Das heißt also, die Rettungsleitstelle kann Nachfragen stellen und sich nochmal erkundigen oder auch darüber informieren, dass Hilfe auf dem Weg ist. Und der Notrufende kann jeweils weitere Informationen liefern und die auch verschicken. Und zumindest hier sieht man jetzt, dass es relativ schnell geht, dass ich mich aber auch schon hinter dem Satellit wieder etwas herdrehen muss, um den möglichst da in Sichtreichweite zu bleiben und den Kontakt aufrecht zu erhalten. Und deshalb, dann funktioniert das im besten Fall innerhalb von wenigen Sekunden. Aber wenn das Signal verloren geht, wie jetzt zum Beispiel gerade passiert ist, dann kann ein Versenden einer Nachricht auch mehrere Minuten dauern oder auch ganz scheitern. Also das ist durchaus auch möglich. Aber das iPhone versucht es auf jeden Fall. Also man muss sich nicht unbedingt drehen und wenden, sondern auch wenn man nicht mehr dazu in der Lage ist, wird das Gerät versuchen, diesen Notruf abzusetzen. Außerdem ist es mit Apples Wo-ist-App möglich, den Standort über Satellit zu teilen mit Kontakten, für die man das vorher bereits freigegeben hat. Die Funktion erscheint erst in dem Moment, in dem man tatsächlich im Funkloch ist, also absolut keinen Mobilfunkempfang und natürlich auch keinen WLAN-Empfang mehr hat. Und dann ist das Prozedere ähnlich wie bei dem normalen, auch beim Notruf, damit verbunden, dass man natürlich das iPhone auf den Satellit ausrichten muss. Und hier begleitet einen ebenfalls dieser kleine Assistent durch das nötige Drehen und durch das Finden, um den nächstmöglichen Satelliten zu finden. Dann dauert es noch ein paar Momente bis zum Verbindungsaufbau. Und so langsam geht es dann auch mit dem Senden los. Und wenn es nicht so kalt wäre, wäre es wahrscheinlich auch etwas angenehmer, hier in der Sonne zu stehen. Das Ganze soll im Idealfall innerhalb von 15 Sekunden funktionieren. Aber je nach Standort und Dingen, die die freie Sicht zum Himmel blockieren, kann das auch länger dauern. Das ging jetzt relativ flott, obwohl ich hier in einem kleinen, ausgedünnten Wald stehe, hat das relativ schnell funktioniert. Und damit ist der Standort dann freigegeben. Das ist allerdings nur punktuell möglich und muss auch jedes Mal manuell von Hand wiederholt werden. Also es gibt kein automatisches Standort-Tracking und es funktioniert auch nicht so, wie wo ist. Ansonsten funktioniert, dass eben Freunde und Kontakte mit Freigabe den Standort einfach abrufen können, sondern ich muss aktiv per Standort den jeweils senden.